Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft. Minecraft. Oh Gott, hier ist eine. Schau mal, Yubi. Was? Ist eine Druckplatte unter dir erschienen gerade. Was passiert, wenn man drauf tritt? Bumm! Sie macht Geräusche, geil. Geil. Die nehme ich mit, die ist cool. Meine. Ich hab sie. Yay. Nein! So, ja. Was machen wir denn heute? Warum kann ich keine Bäume auf Stein pflanzen? Ich finde das voll unlogisch. Ballas, was machen wir heute? Möchtest du es erzählen? Möchtest du? Ja. Nein, möchte ich nicht. Komm. Wir überraschen euch. Okay, wir wollen vor die Bibliothek einen Flusshafen bauen. Ein klein, also das soll jetzt nicht so ein mega Monster super duper Projekt werden. Aber wir wollen da halt noch ein bisschen was hinzimmern. Und da wir beide vergessen haben, ob wir letztes Mal gesagt haben, was wir bauen und wenn ja, wohin und was genau, bauen wir einfach was ganz anderes. Heute machen wir an der Bibliothek weiter, nämlich den Flusshafen davor. Weil man weiß ja, jede Bibliothek braucht einen anständigen Flusshafen. Genau, aber ich denke, das passt da eben doch ganz gut hin. Also halt so zum. Um in die Bibliothek zu reisen und sich zu denken, oh, heute bilde ich mich mal ganz doll weiter und klaue mir ganz viele Bücher. Aber Bücher klauen, ich sprinte über die Häuser. Höp! Und ins Wasser, platsch! Alter Assassiner, du. Ja. Ich nehme mal hier kurz die Rohbauten von dem. Von dem Dingens weg. Achso, was habe ich eigentlich gesucht? Eigentlich wollte ich eine rote Blume haben. So, ich habe nur nirgends eine gefunden. So, ich muss noch schnell ein anderes Projekt fertig machen. Wo genau bauen wir den da hin? Am Fluss. Ist auch ein bisschen beschissen, dass da drüben gleich die Eiswelt anfängt. Ja, da kommen die ganzen Eisbrecher, da kommen die ganzen Nordmänner hier, weißt du, so diese Wikinger und sowas. Die kommen dann und hier mit ihrem Bierchen und bei Tor! Was ist dieses seltsame Gebäude mit den Papierdingern drin? Also ich würde sagen, wir bauen das hier so hin, wo die Bäume stehen, oder? Weil hier ist der Fluss einigermaßen gerade. Jo. Da passt das, denke ich, ganz gut. Raus, relativ gut planen. Wie gesagt, ich bin nur noch kurz einen roten Block setzen. Was? Weil das macht überhaupt nicht mit. Ja, stimmt. Ich hasse ihn dafür. Ich muss den Marktplatz fertig machen. Also den einen Stand noch. Da fehlt noch ein roter Block dran. Ist voll uncool. Ich hasse dich dafür. Ist mir egal. Ich hasse mich auch. Ja, das solltest du auch. Ich ritze mich eigentlich den ganzen Tag. Echt? Nein, eigentlich nicht. Es tut mir zu sehr weh. Ich ritze immer nur andere Leute. Mir geht's so schlecht. Lass dich mal ritzen, bitte. Wie bitte? Ja, komm, hab dich mal nicht so. Ich hab das schon mit voll vielen Leuten gemacht. Die haben alle gesagt, es gefällt denen. Stumpf, aber lustig. Eigentlich eher nur stumpf, aber schon irgendwie lustig. So, was brauchen wir denn an Materialien am besten? Also ich baue gerade mal ein paar Kabeltreppen, damit wir nachher hier den Weg da mal runterbauen können. Ich müll mal schnell die eine Kiste hier mit Wolle zu. Ja, ich leg die anderen Dinger auch erstmal hier rein. Also am besten ist, ja, finde ich, passt zu einem Hafen ein Parkplatz. Ein Parkplatz? Oh ja, das ist alles zu betonieren. Und für die Leute, die über Wasser mit dem Auto kommen. Ja. Hovercraft und sowas. Mhm. Ein Luftkissenfahrzeug. Ich überlege nur gerade, wobei das ist, glaube ich, nicht ganz so sinnvoll. Weil sich das Wasser wahrscheinlich nie schön verteilen wird. Du meinst, dass wir das ein bisschen ausgraben? Dass man hier hinten einfach ein bisschen die Insel wegnimmt, so ein kleines bisschen. Ja, können wir schon machen. Aber verteilt sich das Wasser denn gescheit? Wenn wir es richtig machen? Jetzt müssen wir ein bisschen Wasser nachkippen. Muss mir erstmal kurz eine Schaufel basteln, merke ich gerade. Ich habe auch keine Schaufel. Weißt du was? Nein. Ich stehe hier vorne einfach eine Workbench hin. Ja, dann haben wir noch eine hier irgendwo in der Welt rumstehen. Ist doch kackegal, Workbench kann nicht genug haben. Muss man verteilen, das ist Grundwissen. So, hier schau, da ist eine Workbench auf einmal erschienen. Was ist eigentlich mit mir los? Ich habe gar kein Eisen dabei. Nein, ich auch nicht. Ich brauche jetzt eine Holzschaufel. Das ist irgendwie suboptimal. So viel zur Holzschaufel, sie ist aus Stein geworden, aber egal. Ja, prima. Ich glaube, ich baue mir jetzt auch einfach hier so mal 3-4 Steinschaufeln. Machen wir ruhig mal 4. Ich habe gar keine Sticks dabei, was ist denn hier los? Wer hat denn hier aufgehört zu spielen? Ja, Juvi, das bist du.
Das machen wir doch immer so. Ich glaube nicht. Unvorbereitet. Einfach schlimm. Ja, wie immer. Unvorbereitet und volles Inventar hat er auch noch. Haha, sehr gut. Der Meister. Ja. Meister, Meister, ein Hirn für meinen Meister. So. Und klappt das mit dem Wasser so einigermaßen? Ja, schaust du an und sag mir, ob das so klappt. Nee, klappt nicht. Hör mal auf. Okay, ich lasse das. Tut mir leid. Ups, ups, es passiert schon wieder. Ah, ich kann es einfach nicht stoppen. Oh nein, ich nehme mal kurz hier die Bäume weg. Warum? Wollten wir keine fliegenden Bäume an unserem Hafen? Nö. Bisschen langweiler. Wolltest du welche? Ja. Fliegender Hafen. Was? Fliegender Hafen? Ja. Mhm. Na klar, fliegende Häfen sind total geil. Ja, und so sinnvoll. Ja. Wir sind doch hier nicht bei Bioshock oder so. Welcher? Infinite? Ey! Dachtest du jetzt, ich weiß das nicht, oder was? Ja. Ich hab's eigentlich gehofft. Oh mein Gott, Balas. Ich hasse dich doch. Oh mein Gott. Ich hasse dich auch. Du darfst mich ruhig Balas nennen. Oh mein Gott. Nein, Balas reicht. Balas reicht. Für dich bin ich Balas. Nenn dich jetzt Gott. Okay. Das ist auch okay. Aber ich bin doch El Presidente und du bist der Horst. Ja, ganz wichtig. Ja. Guck mal, hier wird das Wasser jetzt schon abfällig. Gerade. Weil das, weil ich zu schnell war. Muss man da ein bisschen Zeit lassen oder was? Jubi, schau her. Du fängst von der falschen Seite an zu graben. Du musst von zwei Seiten. Wenn es zwei Seiten hier, schau her. Ja, schau her. Ich guck doch. Machst du El Guco. Wenn du diese wegmachst, kommt es von zwei Seiten, dann wird das Wasser wieder aufgefüllt. Das ist das Dreierprinzip auch, ne? Wie wenn du selber Wasser füllst. Ah, verstehe. Hast du verstanden? Hat er verstanden, denn. Gib mir jetzt eine Peso. Eine was? Eine Peso. Eine was? Bezahlung. Achso, nein. Gib dir eine Kuh, da hinten läuft eine, kannst du nehmen. Yay, yeah, Kuh! Wo? Da hinten. Hier gleich das Messer in der Hand hat. Hua! Hua! Nein, er hat sie erlegt. Ich glaube, da hat der Mast den Gast erlegt. So. Kennst du das noch? Nein. Nein? Sollte ich? Ja. Klassischer alter Otto-Witz. Otto, also gut, ich kenne Otto, ja, aber das sagt mir jetzt gerade echt gar nichts. Solltest mal googeln. Ich kann auch nicht googeln, ich weiß nicht, wie Google funktioniert, was ist das? Google ist so wie deine Mutter, alle benutzen's. Ey, das ist voll gemein. Woher weißt du, dass meine Mutter Google ist? Deine Mutter ist Google Plus. Ein soziales Netzwerk. Boah, ist das fies, irgendwie. Ich bin ja eigentlich dafür, dass wir ein asoziales Netzwerk einführen. Ja, wäre eigentlich meine Idee. So, wo man nur Leute flamen kann und sowas, das wäre gut. Gibt doch auch irgendwie Hatebook oder so, so von der Idee echt? Her einfach nur. Geil. Gibt's jetzt, glaube ich, nicht wirklich, aber die Idee habe ich mal bei irgendjemandem gesehen, irgendeinem YouTuber. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das wäre voll gut. Ich finde die Idee echt lustig. Ganz ehrlich, das ist total super. Wer war das denn? Ich weiß nicht, das kann ich dir sagen. Hätte aber von dir kommen können. Ja, die Grundidee, die gefällt mir echt gut, also die finde ich super. Ja, hallo, ich bin der Klaus und ich habe 100 Freunde und jetzt habe ich mich hier angemeldet, damit ich die alle verliere. Ich habe hier schon mal ein paar peinliche Fotos von denen vorbereitet. Genau, so nach dem Motto. Wie weit wollen wir das denn abtragen? Ja, machen wir hier die Halbinsel so ein bisschen weg, oder? Okay. Morgen zeige ich euch peinliche Nacktbilder von meiner Freundin. Also, liked mich und kommentiert und überhaupt und sowieso, ne? Es wird sich lohnen. Na, kommt drauf an, also eigentlich nicht, aber man muss den Leuten ja so ein bisschen ne, so die Illusionen lassen. Achso. Von wegen, oh, vielleicht ist es ja total die heiße Schnitte und so, ne? Und dann sehen sie da, das ist so hier, sag mal. Ja, wenn es deine Freundin ist, dann ja schon mal, fällt das ja schon mal raus. Ist dann hier, warte, wie hießen sie hier, die Flodders, die alte. Haha, ja. Großartig. Lauf, Jubi.
Ich grab dir den Boden unter den Füßen. Nein. Esmin, komm! Jetzt breiten wir uns hier übrigens gerade noch mehr aus. Ja, wie immer. Hallo, machen wir es jemals anders? Alter, das wird langsam schlimm. Und irgendwie müssten wir sogar noch einen tiefer gehen nachher, oder? Ja, irgendwie schon, so. Merk schon, das wird nichts mit unserem Stundenprojekt. Ja, doch, doch. Weil wir haben uns jetzt übrigens vorgenommen, wir nehmen heute mal eine Stunde auf, weil es doch schon relativ spät ist. Ja. Und das Juvi muss ja schlafen gehen und arbeiten gehen und so. Juvi muss arbeiten. Ja, aber bloß noch diese eine Woche und dann hat er Urlaub. Yeah. Ach, stopp. Ich hasse dich. Urlaub. Und bald geht's dann nach Köln und Urlaub und Füße hoch und... Ich hab noch 2 Wochen vor mir und dann geht's nach Köln. Und dann all sowas. Und was da freue ich mich schon ganz doll drauf. Was in Köln ist, da dürft ihr gerne raten. Wir. Es fängt mit G an und hört mit Amescom auf. Mit Amescom? Amescom, ja. Jetzt denken wir drüber nach, was es sein könnte. Wahrscheinlich die Aimcom, wo man zielen lernt. Na klar. Oder ja, so. Da, wo Aimbots programmiert werden, ne? Genau. So, okay, aber ich denke, das reicht jetzt, oder? Ja, ich auch. Wir nehmen mal eben die Bäume hier noch weg. Hast du noch eine Axt dabei? Weil da ist so ein Kackbaum noch dazwischen. Nein. Und ich glaube, meine Axt macht da nicht mehr lange mit. Ah, oh, Juri, du und deine Axt immer. Ja, keiner mag sie. Ja. Weil du ständig damit durch die Gegend rennst und Leute damit massakrierst. Ja, das ist so eine Sucht, weißt du? Scheiß Axtmörder, du. Jetzt gewöhn dir mal an, wie so ein normaler Massenmörder, ja. Und töte die Leute mit deinen Händen. So jedem einzeln den Kopf umdrehen, oder wie? Zum Beispiel, oder du faltest die ganz klein zusammen und versteckst sie im Handschuhfach oder so. Ja, alles Alternativen, das machen ja alles verrückte Psychomörder, wie ich mal gehört habe. Wir sind natürlich keine, nein, jetzt ist Axt kaputt. Axti! muss die Hand her. Ja, der Hand Holz fällen. Das machen nur echte Männer. Ja. Und ich. Und der Juvi. Das ist wirklich selbst geflamed, geil. Ey, ich bin stolz auf dich. Das hast du alles von mir gelernt. Das mit dem Selbstflamen. Moment, das habe ich mich ja auch selbst geflamed. Nein! Flameception! Ich hasse dich, du Wiesenbaum. Ich dich auch. Aber nur zum Abholzen, ansonsten finde ich dich schön. Ich nicht. Ich habe noch Holz gefunden. Los, Erdblock, grab's ab! Achso, kannst du vielleicht mal kurz Licht machen wieder? Moment. Jetzt arbeiten wir ja gerade, sind ja im Baummodus quasi. Jetzt muss ich gerade schauen, dass ich nicht wieder meine geheime Nachricht von vorhin aus Versehen schicke, sondern stattdessen die Zeit umsetzt. Sonst hätte ich jetzt die geheime Botschaft, die ich vorhin an Juvi geschrieben habe, gelesen. Die so gelautet hat. Und die ist total random. Die glaubt sowieso keiner. Ups, klingt so unwahrscheinlich. Ich hab sie schon wieder geschrieben, nein. Warte mal, ich hab meine Antwort dazu auch noch. Geil. Ja, intellektuelle Gespräche hier. Und davor haben wir uns noch über Politik und so unterhalten. Ja, haben wir. Politik und Religion. Ja, das ist eigentlich voll das wichtige Thema. Aber wie ich heute bei L.A. Noir gelernt habe, sollte man sich mit Freunden, die man behalten möchte, nicht über Politik unterhalten. Ja. Fand ich aber irgendwie eine schlaue Weisheit, weil man kann da ja doch schnell in den Clinch geraten. Ja, kann man. So. Alter, wie viel Holz ist denn hier drin versteckt? Zu viel. So, ich bin hier gerade mal ein bisschen am Rasenmähen, ne? Ja, mach das. Ich versuche hier gerade mal das ganze Holz irgendwie rauszuprökeln. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, das hört gar nicht mehr auf. Mal gucken. Das könnte es jetzt. Nein, doch nicht. Hast du immer noch was gefunden? Ja. Hast du ein Feuerzeug dabei? Zünd den Baum einfach an. Nein, hab ich nicht.
Da ist immer noch was. What the fuck? Was denn, hast du noch mehr gefunden? Ja. Aber ich glaube, jetzt war's das. Ich glaube, jetzt sind zu viele hier gerade. Ja, das sieht gut aus. So gefällt mir das. Habt ihr hier auch mal von unten gerade ein bisschen? Da hat jemand meine Leiter abgebaut. Ich weiß nicht, wer es war. Ich sehe da immer noch einen. Was? Wo? Oh. Wie ätzend. Würdest du sagen, jetzt baut der Juli auch unter mir ab? Ja. Wäre voll gemein gewesen. So was macht er nicht. Eigentlich habe ich überlegt, ob ich noch ein Loch drunter baue. Und mit einmal Lava reinkippst oder so, ne? Nee, dann hätte ich, wenn du reingefallen bist, hätte ich den Sand oben drauf gekippt. Ja, so gemein ist der Ballas. Ja. Also, wenn ihr die Wahl habt, spielt niemals mit Ballas irgendwas zusammen. Der versucht euch mit zu töten. Ja, das ist richtig.